Das verdienst du als Kapitän bzw. Kapitänin. Hier ist eine Minute Traumjob. Um Kapitän zu werden, reicht grundsätzlich erstmal ein Realschulabschluss zur Ausbildung zum Schiffsmechaniker. Im Anschluss musst du dann noch ein Seeverkehr- oder Nautikstudium nachlegen. Der Berufseinstieg erfolgt dann als Wachoffizier und erst dann, nach ein paar Jahren Erfahrung und diversen ranghöheren Positionen, erhältst du das Kapitänspatent. Der Job ist wichtig, weil du dafür verantwortlich bist, Menschen und Warengüter unversehrt rund um die Welt zu transportieren. Die Hauptaufgaben eines Kapitäns umfassen dann zum Beispiel Kontrollgänge auf dem Schiff, den Nachwuchs auszubilden und natürlich das Schiff zu steuern. Das Gehalt variiert dann je nach Größe des Schiffs, der Passagieranzahl, dem Wert der transportierten Ware und natürlich der zurückgelegten Strecke. Spitzengehälter können aber gut und gerne mal 10.000 Euro und plus brutto pro Monat betragen. Wenn du also gerne Verantwortung übernimmst, dich nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt und kein Problem damit hast, auch mal mehrere Wochen oder Monate auf hoher See zu verbringen, dann könnte der Beruf des Kapitäns bzw. der Kapitänin dein Traumjob sein.